Wenn bei Katastrophen freiwillige Helfer nicht wissen, wo und wie sie helfen können, kann das Menschen zusätzlich in Gefahr bringen. Hier setzt das staatlich geförderte Projekt Resibis an, wo unter Beteiligung der Universität Freiburg kommunikative und organisatorische Lösungen für den Katastrophenfall untersucht werden. So könnte ein computergestütztes Helfernetzwerk Freiwillige mit ihren Fähigkeiten beisteuern. Konzepte zu entwerfen und Praxisübungen zu evaluieren, ist Aufgabe der Freiburger Soziologin Linda Matzen und ihres Kollegen Jens Helterlein. Wir wissen, dass es eine große Bereitschaft und Motivation in der Bevölkerung gibt, in Krisen und Katastrophen aktiv und auch spontan tätig zu werden. Die Frage, die wir uns jetzt im Projekt stellen, ist dabei, was kann man für Ansätze entwickeln, um dieses Engagement einerseits und die Tätigkeiten der professionellen Hilfs- und Katastrophenschutzorganisationen andererseits effektiv und koordiniert zusammenzubringen. Eine effektive Katastrophenhilfe schließt alle denkbaren Szenarien mit ein. Bei freiwilligen Helfern sind spezielle Kompetenzen und mitgebrachte Materialien immer gefragt. Das geht von spezifischen Qualifikationen im Ersten-Hilfe-Bereich über handwerkliche Ausbildung und Fähigkeiten. Es können bestimmte Ressourcen sein, die man mitbringen kann. Die Kettensäge, der Traktor, die Klappliege, das aufblasbare Bett. Da gibt es also ein ganz breites Spektrum. Damit Informationen über Freiwillige im Katastrophenfall jederzeit verfügbar sind, will man ihre Kompetenzen und ihre Erreichbarkeit für die Hilfsorganisationen in einer eigens programmierten Datenbank erfassen. Das könnte zum Problem werden. Es ist nicht einfach im Vorfeld, vor einer Krise oder Katastrophe passiert, Leute zu motivieren, sich in eine Datenbank zu registrieren. Mit gezielten Werbemaßnahmen möchte das Projekt die Vorbehalte gegen eine Registrierung ausräumen. Thema ist dabei die große Bedeutung von freiwilligen Einsätzen. Ob Theorie und Praxis in Einklang zu bringen sind, bekommt man in Großübungen heraus. Die Universität Freiburg evaluiert diese Veranstaltungen, an denen Hilfsorganisationen und Datenbankentwickler gleichermaßen vertreten sind. Die Großübungen dienen uns dazu, herauszufinden, ob die Technologien und die Einsatzkonzepte, die wir entwickelt haben, in einer möglichst realitätsnahen Praxisanwendung auch so funktionieren. Wir können dann zum Beispiel sehen, dass Technologien aus unserer Perspektive vielleicht gut durchdacht waren und zu funktionieren scheinen, im Praxiseinsatz, in der Anwendung durch reale Personen dann aber das eine oder andere Problem aufzeigen. So wurden bei einer Großübung die Arbeitsabläufe beim Zusammenspiel professioneller Hilfsorganisationen und Freiwilliger untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Resibis auf dem richtigen Weg ist. Nachbesserungsbedarf und viel Arbeit zu tun gibt es vor allem hinsichtlich der Art und Weise, wie diese Technologien und Konzepte in die Abläufe der Katastrophenschutzorganisationen implementiert sind. Die Freiburger Forscher sind zuversichtlich, zum Abschluss des Projekts im Januar 2019 ein Konzept zu liefern, das in Katastrophensituationen Abläufe einfacher und effektiver machen kann.